Ich kann den Braten schon riechen. Nein, natürlich werden wir dieses Karnickel nicht aufessen, aber wir müssen es jagen. Hasenjagd. Denn wir wollen den grünen Stern haben. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World. Hier auf Katze. Weiter geht es in Welt Feuerblume Strich 4. Hektik im Fort der Feuerbrüder. Okay, ich bin mit... Was? 30 Sekunden? Okay. Herausforderung angenommen. Rosalina, bitte beeil dich. Wir sollen 3 Sterne sammeln. Und das in super kurzer Zeit. So, hier gehen wir nicht durch. Oder da vielleicht auch nicht. Okay, wir probieren es. Schnell weg hier. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr auch keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Oh Mann, oh. Warum hat mich der Feuerbruder bloß erwischt? Okay. Bestimmt ist oben einer. Wetten? Oben links. Ich wette mit euch. Mal sehen. Ja, tatsächlich. Okay, 2 habe ich schon. Mal sehen, wo die letzten 2 sein werden. Die letzten 2. Der letzte Stern. Hui. Oh, da drüben war noch was. Da muss ich kurz zurück. Jede Zeit zählt. Ich habe ja nur nicht so viel. Und bin ich hier richtig? Ja, oder? Nee, doch nicht. Oh, nein. Da leuchtet was grün. Was ist das? Ja, da ist der Stern. Okay, 10 Sekunden habe ich noch. Oh, weia. Okay, nochmal 10 Sekunden extra. Okay, von dem bleiben nicht mehr viele Sekunden übrig. 20 Sekunden noch. Schnell weiter. Ich muss nur noch ins Ziel kommen. Fängt das schon mal sehr rasant an, diese Folge. Also bloß weiter. Nein. Och nee, jetzt muss ich auch noch den Feuerbruder da besiegen. Okay, geschafft. Sehr gut. Schnell weiter. Ja, ich bin so gut wie im Ziel. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nur noch vorbei an dem Feuerbruder hier. Oh nein! Auch den Sprung habe ich jetzt vermasselt. Egal. Ja, ich müsste auf den Feuerbruder springen. Ganz klar. Das habe ich leider nicht ganz so gut hinbekommen, aber hey. Mini-Rosalina, Baby-Rosalina ist das nicht. Mini-Rosalina hat es geschafft. Gut. Dann kann es für uns weitergehen in der nächsten Welt. Die Frage ist nur, wo? Entweder da oben oder da unten im Geisterhaus oder... Oh, wir haben 3 Level zur Auswahl. Puh. Ja, dann gehen wir doch mal hier rein, oder? Oh, das ist die Grassteppe. Die kenne ich auch noch. Weltblume-5. Hasenjagd in der Grassteppe. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. Los geht's für den kleinen Toadie. Stehen geblieben. Du leuchtest grün. Du hast mit Sicherheit einen Stern. Und lustigerweise starten wir sogar direkt hier auf der Grassteppe und nicht irgendwo weiter hinten. So. Na komm schon. Och nö, der hat mich ausgetrickst. Der hat einfach eine Vollbremsung eingelegt. Komm schon, ich habe extra Toad. Toad ist doch der schnellste von allen. Da müsste der den Hasen doch schnappen können, oder? Na, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Oh, da unten. Nein. Wir müssen ihm irgendwie den Weg abschneiden. Das ist echt mal eine Hasenjagd, sage ich euch. Vorsicht. Okay. Dranbleiben, Toadie. So, Wir müssen nach oben. Okay. Dann haben wir es. Na, komm schon. Wo willst du denn hin, mein Freund? Oh, das gibt's nicht. Oh, nochmal runter. So. Oh, noch ein kleines Stück. Warum klappt das denn nicht? So, nochmal hier Turbo. Und jetzt habe ich ihn erwischt. Ja, Halleluja, ein Stern. Cool, es hat funktioniert. Wo sind die anderen 2 Sterne? Da oben sehe ich schon einen. Seht ihr da hinten bei der Wolke? Der ist also nicht sonderlich gut versteckt. Muss ich irgendwie durch die Röhre kommen? Muss ich die Röhre nehmen? Oder kann ich auch anders hoch? Hier mit der Stampfattacke. Das geht auch so. Okay. So, 2 Sterne hätten wir dann schon mal. Fehlt also nur noch der letzte Stern. Wo kann dieser nur sein? Vielleicht weiter... Oh, da ist was. Da ist eine Röhre. Und? Wo kommen wir da raus? Jetzt bin ich gespannt. Ne, irgendwo hier oben. Oder muss ich nach oben gehen? Vielleicht ist das so ein Hinweis für mich. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Aber ein Versuch ist es wert. Was ist eigentlich da drüben?
Sollte ich noch zu dem roten Ring oder sollte ich mir das sparen? Das ist jetzt die Frage. Weil ich glaube, der Weg, der führt... Oh, Moment, rote Münzen. Die führen hier runter. Ich glaube, der Weg führt... Oh, eine Glocke, ja, klasse. Der Weg führt, also durch die Röhre, nur zurück zu dem Stern, den ich bereits geholt habe. Oder? Ja, tatsächlich. Ich sehe es schon. Ich sehe schon kommen. Tada. Da bin ich auch schon. Also dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal da durch. Beziehungsweise klettern da jetzt im Berg hoch. Denn da wird die Chose hier fortgesetzt. So, Moment, Moment. Okay, gut. Und einmal nach oben. Jetzt will ich durch die Ringe. Durch die Ringe, Achtung. Und jetzt geht's los. Sehr gut. Und gleich noch einmal. Und zwar jetzt. Oh, einen habe ich verpasst. Halb so wild. Jetzt bin ich oben. Und da ist ein Toad-Knopf. Da wird der letzte Stern sein, oder? Weil in der Wolkenwelt. In der Pilz- und Feuerblumenwelt gibt es ja keine Stempel mehr. Hä? Das ist eigentlich gar nicht so schwer hier. Man muss nur ein ruhiges Händchen beweisen. Und hier ein weiter Sprung. Geschafft. Perfekt. Toady, du hast es gemeistert und hast gegen Ende noch eine Katzenglocke bekommen. Da freut er sich. Da freut sich unser kleines Kätzchen. Ja, zu Recht würde ich sagen. Ganz viele Punkte gibt es oben drauf. Und dann können wir auch schon in die nächste Welt oder in das nächste Level, wenn man das so sagen darf. Toady, mach dich also bereit. Hier, irgendein Wasserlevel. Das sieht spannend aus. Ballerei in was steht da? Ballerei in der Röhrenlagune. Weltblume-Strich 7. Zeit für Prinzessin Peach. Und das natürlich als Kätzchen. Oh ja, cool. Wir kriegen diese Kanone. Jetzt wird gefeuert. So habt ihr keine Chance gegen uns. Wir kommen. Und werden euch stoppen. So. Einmal hier drauf. Und auf Bowser geschossen. Schade. Oh, da ist noch einer. Hey, ich hab dich gesehen. Keine grüne Münze. Keine grüne Münze. Kein grüner Stern, meine ich. Komisch. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt hier vielleicht durch das Zerstören von Bowser, von dieser Statue, einen grünen Stern erhalten. Dem ist wohl nicht so. Was haben wir hier Schönes? Da könnte man hochklettern. Ich mach das mal so. Okay, hier ist aber auch nichts. Sehr, sehr komisch. Dann Stampfattacke. Juh, runter. Juh. Oh, das hat auch keinen Sinn für uns. Keinen großen Zweck. Dann laufen wir mal weiter. Hier durch diese wunderbare Lagune. Und das ist das Schöne an der Sternenwelt. Also an der Toad- und Feuerblumenwelt hier im All. Denn hier gibt es einen bunten Mix unterschiedlicher Level, die wir bereits gespielt haben. Allerdings sind diese etwas schwieriger. Mehr Fallen, mehr Gegner, andere Verstecke für die grünen Sterne. Ich find's cool. Ich find's sehr, sehr cool. Sehr, sehr stark. Und Achtung, Blooper sind hier auch kreuz und quer unterwegs. Oh, was ist hier los? Hammerhaie. Auch die Hammerhaie möchten mit uns ein bisschen spielen. Wir haben allerdings keine Zeit und konzentrieren uns auf die Sterne. So, langsam aber sicher nach oben schwimmen. Und da ist der nächste Block. Gut. Einmal schön runter mit uns. Was gibt es hier Schönes? Blooper, die wieder durch die Gegend kreisen. Aber alles halb so wild. Denen weichen wir schnell aus. Sie haben gar keine Möglichkeit, uns zu stoppen. Mal nach oben. Ganz langsam und bequem. Uiuiuiuiui. Da ist der letzte, der zweite Stern. So, einer fehlt uns noch. Der wird mit Sicherheit gleich kommen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht auf deinem Kopf landen. So, ich attackiere die Gegner für gewöhnlich nur, wenn sie mir was Böses wollen. Na gut, nicht immer. Manchmal springe ich einfach aus dem Affekt heraus bereits auf die Gegner. Oh, okay, okay, okay. Ich sehe schon, grüner Sternenring. Wir müssen uns also jetzt gleich beeilen. Jetzt aber schnell. So, das sind die ersten. Zack. Oh, einer noch, einer noch. Na, komm, komm, komm. Oh, zum Glück noch erwischt. Aber wir haben sie jetzt alle. Jetzt müssen wir nur noch ins Ziel kommen. Alles andere ist
tatsächlich gar nicht so wichtig. Klar, man kann natürlich noch ein bisschen hier die Level erforschen, muss nicht sofort ins Ziel schwimmen. Aber ja, ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ich find's schön hier. Oh, da oben gibt's einen geheimen Weg. Oh, was ist das denn? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ein alternativer Weg, wie es scheint. Vielleicht täusche ich mich auch und das ist der normale Weg. Wer weiß, wohin die andere Röhre geführt hätte. Aber mir soll das egal sein. Solange ich jetzt mit den 3 Sternen ins Ziel komme, ist alles gut. Wow, riesige Bowser-Statue. Die stand uns im Weg, aber jetzt können wir rüber. Ha. Hätte ich die Kanone nicht, hätte ich die Statue nicht kaputt machen können, weswegen mir ein großer Sprung nicht gelungen wäre. Allerdings hatte ich noch alternativ das Katzenkostüm, sodass mir nichts passiert wäre. Also, in Sachen goldene Flagge erreichen. Cool. Dann kriegen wir jetzt unsere Sterne gut geschrieben und die Reise geht hier weiter in die nächste Welt. Das sieht auch sehr süß aus. Und dann gibt es hier noch die Geister. Wir machen erstmal das hier. Mal sehen, was wir hier haben. Welt Blume-9 Goomba-Stress am Tropenstrand. Okay. Luigi, du bist dran. 100 Sekunden. Was ist zu tun? Wow! Moment. Wenn das Level Goomba-Stress heißt, wird da oben bestimmt irgendwo eine Münze sein, oder? Ich glaube, ich muss alle Goombas besiegen. Okay, okay. Goombas besiegen. Schnell, 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 schnell. Was? Da gab's nichts? Okay. Ihr vielleicht. So, ihr habt auch nichts. Also nicht, wenn man den Feuerbruder besiegt, sozusagen. Was muss ich hier finden? Ich bin gespannt. Ein sehr, sehr spannendes Level. 70 Sekunden noch. Und da ist die erste... Nee, was? Der 3. Stern war das schon? Das heißt, ich habe vorher schon 2 Sterne verpasst irgendwo. Na gut. Schauen wir mal nach. Jetzt aber Beeilung, Luigi. Da unten ist nochmal Zeit. Die holen wir uns. Ich weiß nicht, ob die was bringt, aber... Kann ja nicht schaden. 10 Sekunden, ja, die bringt jetzt nicht sonderlich viel. Was ist das hier für eine Kanone? Also für eine Röhre. Bringt die uns ganz nach oben? Ja. Stern Nummer 2. Ein Stern fehlt uns noch. Doch wo kann der Stern sein? Frage der Fragen. Frage der Fragen. Oh, wir brauchen hier eine Feuerblume, oder? So, zack. Ah, schaut mal, das hat was gebracht. So kommen wir weiter im Spiel. Wenn wir die ganzen Goombas besiegen. Aber alles halb so wild oder alles halb so wichtig, solange wir keine Feuerblume haben, ist das nicht so wichtig. Ich meine, ja, Feuerblume für den letzten Stern. Und? Nein, das klappt nicht mit den Explosionen. Da ist eine Feuerblume. Okay, okay. Moment, wie kann ich das eigentlich abwerfen? Ups, Entschuldigung. Falsche Taste. Ich will irgendwie meine Kanone abwerfen. Auch, nee, das geht auch nicht. Oh, nee! Ich muss mich von irgendwas treffen lassen. Schnell! Ich muss meine Kanone verlieren. So, Moment, Moment. So, komm, triff mich. Dankeschön. Oh, jetzt aber. Halligalli. Jetzt ganz schnell, Luigi. Wir haben nur noch 24 Sekunden. Wie soll ich das noch schaffen? Oh, Nervenkitzel pur. Letzter Stern. 15 Sekunden noch und ich muss ins Ziel laufen. Schnell! Nein, 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 nein. Oh nein, das ist doch nicht machbar, oder? Komm, 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 wir schaffen das. Wir kürzen ab, wir kürzen ab, wir kürzen ab. Nein! Oh. Und mit dem Katzenkostüm sogar noch die goldene Flagge bekommen. In der letzten Sekunde. Das glaubt mir doch kein Mensch, was ich hier gerade gemacht habe. Teppichtörtchen, war das spannend. Cool. Oh, Nervenkitzel pur. Puh. Gut, Konzentration. Es geht für uns weiter. Wir können in das Level mit den Punktkäfern, aber ich würde vorschlagen, dass wir zuvor in die Geistervilla gehen. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. Weltblume-6, hin und her im Gruselhaus. Prinzessin Peach, du bist dran. Oh, oh. Wow. Oh, hey, Moment. Da war ein grüner Stern, oder? Habe ich das richtig gesehen? Moment. Wir lassen mal kurz den Geist hier vorbei. Ja, da hinten ist ein Stern. Das muss der grüne sein. Allerdings sind die Farben jetzt nicht so kräftig in dem Level, denn wir befinden uns im Spukhaus. Da ist natürlich ein bisschen gespenstischer, wenn wir das Ganze in Schwarz-Weiß halten.
oder die Farben ganz stark entsättigen. Aber hey, wir haben keine Angst davor. Egal ob schwarz-weiß oder farbig, wir kriegen das hin. Dann wollen wir mal schnell weitersuchen. Weitere Münzen zu ergattern, das ist nicht schwer. Aber wo sind die Sterne? Hui, da kommt ein riesiger Buhu. Entschuldigung, Buhu, wir haben leider keine Zeit für dich. Wir schnappen uns jetzt den Stern. So. Und einmal durch die Tür. Es regnet. Und das schon das Ziel? Moment, das ist nicht das echte Ziel, oder? Das wäre... Ja, gut. Das ist nicht das echte Ziel gewesen. Oh, was machen denn die Geister hier? Ach, Herr Jemine. Wo sind wir bitte jetzt gelandet? Da hinten geht es vielleicht weiter. Ist da vielleicht der Stern? Der letzte Stern? Oder sollen wir durch die Röhre? Tja, Fragen über Fragen. Führt die Röhre vielleicht ins Ziel? Ich glaube, ich laufe lieber mal da durch. Oh, nein, 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 nein. Und da ganz viele Ein-Ab-Pilze. Ach so, die sind nicht echt. Und dann ist... Oh, doch. Ist der auch echt? Nee, schade. Der war jetzt nicht echt. Oh, wie soll ich denn da bitte vorbeikommen? Das ist ja unfair. Na toll, aber da ist der letzte Stern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie ins Ziel kommen. Und dann habe ich es gemeistert. So, da, 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 da. Wir spazieren hier. Da ist nichts. Okay, gut. Kein Pilz, keine Fähigkeit, kein gar nichts. Dann nehme ich mal das Katzenkostüm. Nur für den Fall der Fälle. Oh, beeil dich, Prinzessin Peach. Da ist das Ziel. Nein, was? Da war nicht das Ziel? Oh, aber da ist ein Block. Seht ihr das? Kann man da irgendwo... Ja, da ist eine Wolke. Was ist das für ein versteckter Block? Wahrscheinlich das eigentliche Ziel, oder? Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Na, komm, Prinzessin Peach. So, jetzt auch... Keine Zielflagge? Ach, jetzt hört doch auf. Ihr wollt mich doch gerade verkeksen, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist nochmal eine Zielflagge. Ob das jetzt die echte ist? Wir finden es raus. Und? Ja, die war echt. Ja gut, zum Glück. Sonst hätten wir jetzt noch ewig weitergesucht. Oh Mann. Level beendet. Mit Prinzessin Peach in dem Gruselhaus. Ja, war irgendwie sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Kann ich nicht anders beurteilen. Gut. Wir kriegen wieder 3 Sterne zugeschrieben. Gut geschrieben. Und dann geht es jetzt hier in dieser lustigen Welt weiter. Okay. Dann wollen wir das doch mal versuchen. Weltblume-8, Hektik in der Wolkendisco. Immer diese Hektik-Level. Okay. Oh ja, okay. Ich verstehe schon, was Sache ist. Diese Dinger bewegen sich etwas schneller. Rosalina wird das aber schon meistern, denke ich. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen schneller laufen. Oh, Tanuki. Sehr gut. Tanuki nehme ich gerne mit. Mit dem Tanuki-Schweif komme ich gut voran. So, Achtung. Mit Anlauf komme ich da sicherlich super gut rüber. Ja, perfekt. Das war ja kein Problem. Und da hinten geht es auch weiter. Oh. Was ist da hinten für ein Knopf? Moment. Wenn da hinten ein Knopf ist, könnte das bedeuten, dass ich sowieso Mario benötige. Ja gut, wenn ich Mario benötige, dann würde ich sagen, wir beenden das Level. Kehren kurz zurück zur Karte. Und ich betrete das Level gleich mit Mario. Und dann kann ich mir gleich den ersten grünen Stern holen. Und euch im Video auch zeigen, wie ich diesen geholt habe. Auch wenn das Glas klar ist. Natürlich mit Mario. Unserem alten Klempnerkumpel. So, einmal hier rüber. Und da gibt es ja einen Tanuki-Schweif. Den nehmen wir mit. Und oh nö, jetzt habe ich mich treffen lassen. Oh, das war echt riskant, der Sprung. Sehr gut. Hier gab es ja nichts. Okay, gut. Dann holen wir uns den grünen ersten Stern, der hier ganz offensichtlich versteckt ist. Was? Nur Münzen? Kein Tanuki-Schweif? Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Level doch mit Rosalina durchspielen können. Okay. Ihr müsst das Level also nicht zwingend mit Mario machen. Achtung. Knochentrocken. Was machst du denn hier, mein Freund? Da ist der erste Stern. Okay. So, ja, mit der Flugfähigkeit ist es echt nicht schwer. Ansonsten müsste man, wenn man die Flugfähigkeit nicht mehr hat, oben auf dem Fragezeichenblock stehen. Und das
erfordert sehr viel Timing. Also da müsst ihr schon sehr geübte Mario-Spieler sein. Aber für mich geht es jetzt erstmal hier weiter. Oh, ja, ja, wow, ja, 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 wow, 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 ich bin echt überfordert. Nein, 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 ganz langsam. So, Moment. Vorsicht, oh, immer diese Walzen. Diese Stachelwalzen machen mir so viel Angst. Ah ja, toll. Das ging jetzt gerade nicht anders. Konnte ich leider nicht anders parieren oder umgehen. So, oh nein, nicht schon wieder ein Treffer. Nur wegen dir, du Fiesling. Na, immerhin. Ich hole mir gleich den Tanuki noch. So, jetzt. Es gibt wieder grüne Münzen. Einmal hier rüber schweben und da sind die letzten. 7 und 8. Stern Nummer 2 ist bei uns sicher. Gut, da kann ich einfach runterfliegen. Das ist kein Problem. Da brauche ich nicht diese Blocktreppen nehmen. Und jetzt einmal durch die wundersame Transportbox. Die heilige Transportbox. So, wusch, wusch, wusch. Was haben wir hier Schönes? Schöne Münzen ohne Ende. Nee, doch nicht. Aber ein Tanuki. Hm? Was ist hier noch? Gar nichts mehr Relevantes. Und ja, da geht's jetzt runter. Ich hoffe, dass ich den Stern noch nicht verpasst habe. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass der Stern da unten sein wird. Dann nehmen wir mal diese wundersame Rutsche. Okay, okay, das ist nicht einfach. Nein, 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 nein. Teppichdörtchen. Alles cool. Passiert. Nicht so schlimm. Wir probieren es gleich noch einmal. Diesmal starten wir von da oben. Tanuki ist uns aber sicher. Ansonsten könnte man mit einem, glaube ich, ja, mit einem Weitsprung, mit einem weiten Rollsprung auch rüber, ohne den Tanuki-Schweif zu besitzen und ohne die einzelnen Stufen nehmen zu müssen. Oh, ein Fragezeichenblock. Ja, das ist ja schön. Hatten wir schon lange nicht mehr. Münzen ohne Ende, Münzparty. Yeah. Ja, Münzen sind wichtig. Ihr wisst ja warum. Wenn man 100 Münzen eingesammelt hat, kriegt man ein extra Leben. Aktuell habe ich 42. Reicht also vollkommen aus. Überhaupt kein Problem. Aber kann ja nicht schaden. So, weiter geht's für uns. Und vorsichtig. Ja, 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 ja. So. Wow, ja, ja, wow, wow, wow. Ja, 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 ja. Konzentration, Mario. Konzentration. Wow, ja, ja, da ist der Stern, da ist der Stern. Den hole ich mir. Gleich bin ich beim Stern, gleich bin ich beim Stern. Und vorsichtig, jetzt nicht vorbeifliegen. Nein. Gut, ich habe ihn, ich habe ihn. Jetzt nur noch unten ankommen. Aber, ja, haben wir geschafft. Puh. Jetzt muss ich nur noch ins Ziel. Das wird ja ein Klacks. Also, wir können jetzt schon mal sagen, dass wir es geschafft haben. Selbst die Knochentrocken haben hier keine Chance gegen uns. Na, komm schon. 1 und 2. Und tschüss, meine lieben Knochentrocken. Ach, klasse. Sehr, sehr stark. Sehr cool. Ah. Heiliger Bimbam. Wieder abgestürzt. Na, komm. Na gut, alle guten Dinge sind 3. Ich probiere es gleich nochmal, diesmal jetzt im schnellen Modus. Damit meine ich, ich beeile mich jetzt etwas. Hier gibt es wahrscheinlich nochmal Münzen, oder? Ja, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen lassen, diese Münzen zu haben. Denn man kann ja nie genug Münzen haben. Schaut mal, schon wieder ein extra Leben. Na, das läuft hier relativ gut. Ich muss jetzt nur noch diese Rutsche wieder überleben. Und unten darf mir diesmal nichts passieren. Also, Konzentration. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken, meine Freunde. So. Okay, Tanuki Mario, dann flieg und sieg, sozusagen. Flieg und sieg. War das nicht ein Spruch aus Sailor Moon? Keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt. Oder doch Pokémon? Nee, ich glaube Sailor Moon. Egal. Andere Generation. Weiter geht's. Huhuhi. Ganz vorsichtig. So, ja, ja, ja. Oh, da unten geht's weiter. Das könnte man von hier oben theoretisch schon darüber fliegen. Ich glaube, der Flug würde nicht reichen, oder? Ich probiere es jetzt mal ohne. Also jetzt mit Konzentration, okay? So, 1, 2, 3. Und oh. Und okay, Moment, Moment. So. Und so. Und geschafft. Puh, zum Glück. Also am Ende dachte ich noch mal kurz, dass ich erneut runterfalle. Aber es ist uns doch noch gelungen. Ja, Gott sei Dank.
Level beendet. Sehr cool. 32.810 Punkte. Sehr, sehr starke Sache. Und wieder viele Sterne gesammelt. Ich glaube, heute haben wir sogar jeden Stern gesammelt, den wir in einem Level gesehen haben, oder? Und jede Goldflagge bekommen oder fast jede Goldflagge. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Ausbeute. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt katztastisch.